Hallo meine lieben Freunde und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einem neuen Beitrag auf dem Kanal Marc Gardemann klärt auf. Bitte abonnieren und weiterempfehlen, wer schon länger hier ist. Ich möchte heute über eine faschistische Ideologie aufklären. Sie nennt sich Feminismus. Der Altfeminismus, also der bis in die 60er Jahre hinein, das war eigentlich noch eine gute Frauenbewegung, eine Art fast wie eine Menschenrechtsbewegung, wo es darum ging, dass die Frau mehr Rechte erhält. Aber ich bin kein Feminist, denn der Feminismus hat sich ab den 60er Jahren immer weiter radikalisiert. Viele Menschen fragen sich, woran liegt das? Woher kommt diese Radikalisierung ab den 60er Jahren? Nun, man muss eines verstehen, der Feminismus, die ehemalige oder der Altfeminismus, die Frauenbewegung, die Menschenrechtsbewegung, ist ab den 60er Jahren zu einer Ideologie alter, weißer, reicher Männer geworden. Das heißt, die Ideologie soll den Reichtum alter, weißer, reicher Männer schützen und sichern. Das ist das, worum es geht. Es geht um die Familie Rockefeller, eine Familie, die im Zweiten Weltkrieg die Nazis unterstützt und mit Öl beliefert hat und dann ab den 60ern den Feminismus unterstützt hat, wie der Insider Aaron Russo im Jahr 2007 in einem Interview veröffentlichte oder sagte. Rockefeller hat in den 60er Jahren den Feminismus unterstützt. Warum hat er das gemacht? Warum hat er den Feminismus finanziert und ins Fernsehen und in die Zeitungen gebracht? Nun, Rockefeller, also Nicholas Rockefeller in dem Fall und Aaron Russo, ja, die haben sich eines Tages unterhalten oder eines Abends unterhalten und Rockefeller fragte Aaron Russo, na, was glaubst du, worum ging es denn bei dieser Frauenbefreiung? Und Aaron Russo sagte, naja, worum soll es da gegangen sein? Es ging dort darum, dass die Frau dieselben Rechte hat und gleich bezahlt wird und so weiter. Und Rockefeller sagte, du bist ein Trottel. Und Aaron Russo fragte, warum bin ich denn ein Trottel? Und Rockefeller sagte, wir, die Rockefellers, wir haben das finanziert. Wir haben das ins Fernsehen und in die Medien gebracht ab den 60ern. Warum? Weil man sicherstellen wollte, dass die Arbeitsleistung der Frau besteuert wird, sodass sie das Schuldgeldsystem mitfinanziert und damit die Kinder frühzeitig in den Schulen sind und dort politisch indoktriniert werden. Das heißt, mit Ideologien vollgepumpt werden, mit Hass, mit Ängsten vollgepumpt werden können und damit man ihnen quasi auch dann beibringt, Mainstream-Medien sind angeblich seriös, während alternative Medien, freie Journalisten, die sind böse, die sind schlecht. Das ist das, was man den Menschen beibringen möchte. Viele Menschen möchten das auch nicht glauben, denn die freien Journalisten machen eine zum Großteil sehr gute Arbeit, das ist klar. Und das, was uns eint, ist, dass die meisten von uns Teil der Friedensbewegung sind. Das heißt also, der Feminismus hat sich komplett verändert. Der Feminismus ist eine radikal kapitalistische, frauenverachtende, faschistische, rassistische und sexistische Gewaltideologie, die gestoppt werden muss. Und das, was gut ist, es gibt 21 Millionen Antifeministen in Deutschland. Das heißt, 25% der Menschen in Deutschland lehnen den Feminismus ab und wollen ihn nicht. Und diese Menschen müssen noch mehr werden, um eine faschistische Ideologie zu stoppen. Warum ist der Feminismus eine faschistische Ideologie? Das möchte ich genauer erklären. Wie arbeitet der Faschismus? Das ist auch wichtig für die Aufklärung, damit wir faschistische Ideologien erkennen und dagegen sind, uns dagegen aussprechen, dagegen ankämpfen. Nun, der Faschismus arbeitet folgendermaßen, und das tut der Feminismus als faschistische Ideologie natürlich auch. Die Einteilung in Opfer und Täter, das ist typisch für eine faschistische Ideologie. Man sucht sich also das Opfer und den Täter. Dadurch wird Gewalt geschürt, in diesem Fall in beide Richtungen. Beide Seiten werden aggressiver gemacht. Das führt dann auch immer wieder zu mehr häuslicher Gewalt, auch gegen Frauen und auch gegen Männer. Diese häusliche Gewalt gibt es natürlich so oder so, das ist klar, aber der Feminismus schürt auch häusliche Gewalt in beide Richtungen. Das ist einfach so und das geht jetzt nicht gegen die moderaten Feministen, die in Frauenhäusern tätig sind, das unterstütze ich natürlich und ich hoffe, dass auch Antifeministen eine Möglichkeit bekommen, dort zu arbeiten. Inwiefern das möglich ist oder ob das überhaupt möglich ist, weiß ich nicht, aber wenn 21 Millionen Antifeministen es gibt und einige davon möchten in Frauenhaus arbeiten, dann sollte man diese Menschen eigentlich nicht ausschließen, meiner Auffassung nach. Also, Feminismus, faschistische Ideologie, das heißt Einteilung in Opfer und Täter.
verfassungsfeindlich letztendlich, die Frau als Opfer, den Mann als Täter permanent zu bezeichnen. Wenn man das mal macht und sagt, hier, der ist Opfer einer Straftat, ist ja was anderes. Aber wenn man das permanent macht, ist es verfassungsfeindlich, weil die Verfassung sagt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und nicht das Opfer und der Täter. Das tut aber der Feminismus. Er macht die Frauen kleiner, schwächer, erinnert sie ständig an schlechte Erfahrungen mit Männern, anstatt den Frauen zu sagen, du hast diese schlechte Erfahrung gemacht und du brauchst psychologische Hilfe, aber auf Dauer braucht es auch eine gewisse Verhaltenstherapie, dass du dich fokussierst auf die Männer, die nett sind, die dir geholfen haben, die für dich da sind. Das ist sehr wichtig und entscheidend, sich darauf zu fokussieren. Das macht der Feminismus aber zumeist nicht. Er sorgt für eine Hetzstimmung, pumpt die Menschen voll mit bestimmten Emotionen. Psychologische Manipulation, das ist, wie der Feminismus arbeitet. Permanent soll die Frau sich als Opfer fühlen, soll sich klein fühlen, schwach fühlen, damit sie leichter kontrollierbar ist durch den Feminismus. Feminismus? Was heißt das überhaupt? Nun, feminin heißt ja weiblich, feministisch heißt demnach radikal weiblich, radikale Weiblichkeit. Man könnte auch sagen toxische Weiblichkeit. Das heißt, Frauen und Männer sollen für von alten, weißen, reichen Männern und einigen toxischen Weibern kontrolliert und gegeneinander aufgehetzt werden, damit bestimmte Menschen sich sektenähnlich das Geld quasi der Menschen aus der Tasche ziehen können und sie ständig zerstritten sind und glauben, der andere nimmt mir das Geld weg, aber es sind ganz andere Leute, die euch das Geld wegnehmen wollen. Das ist das Entscheidende. Einteilung in Opfer und Täter. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das ist typisch für den Faschismus und damit auch für die faschistische Ideologie Feminismus. Darüber hinaus ist natürlich auch, sind andere Emotionen wichtig für eine faschistische Ideologie. Zum Beispiel Angst. Menschen mit Angst vollzupumpen. Paranoia. Verschwörungstheorien. Männerfeindliche Verschwörungstheorien zum Beispiel. Das ist ganz üblich für faschistische Ideologien, absurde Verschwörungstheorien zu verbreiten. Natürlich gibt es auch Verschwörungstheorien, die stimmen. Man hat mich ja auch schon Verschwörungstheorie vorgeworfen, aber es gibt natürlich auch Verschwörungstheorien, die sind einfach absurd. Zum Beispiel so manche männerfeindliche Verschwörungstheorie. Das ist also das, was man begreifen muss. Das heißt, Paranoia, das ist das, worum es geht. Verschwörungstheorien, aber auch Paranoia. Das heißt, der Frau soll beigebracht werden, wenn der Mann die Frau nur anguckt, dann ist das schon ein böser Typ, ein Sexist so ungefähr, der die Frau mit seinen Röntgenaugen sozusagen ausziehen möchte oder so ähnlich. Ja. Das ist aber zumeist nicht zutreffend. Wenn ein Mann eine Frau ansieht, denkt er vielleicht auch einfach nur, naja, ich guckt einfach so mal einen Menschen an oder denkt, naja, die sieht aber nett aus oder hübsch, ja. Und selbst wenn ein Mann mal eine Sexualfantasie hat mit der Frau, die er anguckt, weil er sie so hübsch findet, okay, was ist daran ungewöhnlich? Frauen haben das auch schon mal, wenn sie einen hübschen Mann sehen. Also, ich weiß nicht, warum das jetzt so ungewöhnlich sein sollte. Das Einzige, was halt blöd ist, wenn ein Mann eine Frau richtig angafft. Das finde ich natürlich scheiße, keine Frage. Aber der Feminismus will die Frau paranoid machen, sie über Paranoia kontrollieren. Sie soll paranoid gegenüber Männern sein. Und das führt natürlich zu Hass auch teilweise. Es macht Frauen trauriger, unglücklicher, paranoider, ängstlicher, aber einige Frauen auch hasserfüllter. Und deshalb arbeitet der Feminismus dann auch ganz offen mit Hass. Das ist natürlich vollkommen klar. Er pumpt also die Frau permanent mit Hass voll. Über das Fernsehen, ich sage immer Fernseher ausschalten, weil es nur ein Instrument der superreichen Eliten, irgendwelcher Kriegstreiber und Ideologen und einiger anderer Menschen, um zumeist die Menschen zu manipulieren. Was glaubt ihr, warum es das Fernsehen gibt? Das Fernsehen gibt's, weil man euch manipulieren möchte. Das ist der Grund. Ja, deshalb Fernseher abschalten lohnt sich nicht. Das heißt also, der Feminismus pumpt die Frau auch über das Radio permanent mit Hass voll. Manche Menschen kriegen das gar nicht mit oder kapieren das gar nicht. Wenn die Frau natürlich auf dem Weg zur Arbeit ist und sie ja sowieso schon viel arbeiten muss, vielleicht sogar für wenig Geld, und dann noch die Radioshow kommt, die Männer machen weniger Haushalt als die Frauen und so weiter, dann wird sie mit diesem Hass vollgepumpt. Dann kann es später zum Streit kommen, ja. Es ist aber einfach gelogen. Die Männer machen auch sehr viel Haushalt, ja. Die mähen den Rasen, sie wischen den Boden, sie machen die Toilette sauber und so weiter. Es ist so, ja. Die Männer machen zwar im Durchschnitt ein wenig mehr Haushalt als Frauen, das stimmt, aber die Männer verbringen dafür im Durchschnitt etwas mehr Zeit am Arbeitsplatz. Also ist die Arbeitsteilung eigentlich etwa 50-50. Aber bestimmte Fakten lässt man einfach weg, um die Frau mit Hass und Aggression vollzupumpen. Dann
kommt es zum Streit. Natürlich, wenn die Frau viel gearbeitet hat, für wenig Wertschätzung, wenig Geld, dann mit Hass vollgepumpt wird und dann der Mann vielleicht zu Hause gerade auf der Couch sitzt und sagt, na, ich wisch den Boden am Sonntag so ungefähr, dann knallt es. Und wenn dann noch Kinder da sind, dann kriegen die Kinder das mit, dann kriegen sie die Streitereien mit, dann werden sie vielleicht vernachlässigt, dann entwickeln sie Bindungsstörungen, dann entwickeln sie psychische Erkrankungen. Der Feminismus ist gefährlich, er macht Menschen psychisch krank, ängstlicher, hasserfüllter, gewalttätiger. Wir sehen, dass die Jugendlichen immer aggressiver werden. Sie fühlen sich benachteiligt, sie fühlen sich sozial benachteiligt, psychisch benachteiligt, haben das Gefühl, manchmal die Eltern seien emotional abwesend und entwickeln Bindungsstörungen. Das ist alarmierend. Und ja, da hat der Feminismus, nicht nur der Feminismus natürlich, das gäbe es auch so, aber der Feminismus, glaube ich, eine große Sache mit zu tun. Sehr, sehr gefährlich. Der Feminismus ist feindlich gegen alte Menschen, gegen Frauen, gegen Männer, gegen Kinder. Es ist eine faschistische Ideologie. Aber wie andere faschistische Ideologien auch, so arbeitet der Feminismus dann eben nicht nur mit Opfer-Täter-Einteilung, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Indoktrinierung schon von jungen Menschen, Hass, Paranoia, Ängsten, Verschwörungstheorien und so weiter, sondern auch, wie beim Faschismus üblich, mit Motivation, Arbeitswille, Kampfgeist, Glücksgefühle. Das ist ja klar, wenn man ständig mit Hass vollgepumpt wird, dann erwartet man auch Glücksgefühle. Das erwarten die Menschen sowieso, sie wollen ja glücklich sein. Also manipuliert man auch hier. Man redet der Frau quasi ein, wichtig sei eine Art Arbeit macht frei Mentalität. Ich sage das jetzt mal so provokant, ist natürlich ein Begriff aus der Nazizeit und eine rhetorische Spitze, das mag sein, aber es geht darum, dass die Frau, der Frau beigebracht wird. Kampfbereitschaft, Motivation, Arbeitswille, das ist, worum es im Leben in der Regel auch häufig geht. Es geht also darum, viel zu arbeiten, in der Regel für wenig Geld, und das soll das Lebensglück vor allem der Frau bringen, dass viele, viele arbeiten. Und eine Frau, die Hausfrau und Mutter ist, die ist im Feminismus weniger wert und wird nicht selten attackiert von, rhetorisch attackiert von Feministen, von feministischen Frauen in ihrem Umfeld. Das heißt, das Lebensglück soll die Frau vor allem auch in der Arbeit suchen und darin, dem Mann ab und zu eins überzubraten. Das ist das, was der Feminismus tut. Eine faschistische Ideologie. Und deshalb sage ich euch, seid Antifeministen. Aber natürlich, jetzt werden manche Leute sagen, na gut, aber es gibt doch häusliche Gewalt. Das stimmt. Es gibt häusliche Gewalt, aber der Feminismus befürwortet und schürt häusliche Gewalt gegen Frauen und gegen Männer. Das ist so. Durch diese ganzen Hassbotschaften, die man in die Köpfe von Menschen pflanzt. Man sagt, Männer sind aggressiv, gewalttätig, sexistisch, faul. Der gierige Mann, gierige Männer. Der gierige Mann, der dir das Geld wegnimmt. Das sind Stilmittel, die man aus dem Faschismus kennt. Die Realität ist eine andere. Wenn man über häusliche Gewalt aufklären wollte, darf man nicht einfach in Opfer und Täter einteilen. Dadurch schürt man Gewalt. Seriöse Aufklärung über häusliche Gewalt bedeutet, dass man erstmal hingeht und Folgendes sagt, und das muss man immer wieder betonen, die meisten Männer und die meisten Frauen schlagen ihren Partner oder ihre Partnerin nicht. Das ist erstmal wichtig. Die meisten Männer und Frauen sind ganz nett, friedlich, schlagen nicht zu. Das müssen wir erstmal wissen und verstehen. Dann als nächstes, wenn man seriös aufklären wollte, müsste man sagen, ja, es gibt häusliche Gewalt, Frauen sind häufiger betroffen als Männer, aber auch Männer erleben tausende Male jedes Jahr, dass sie von der Frau körperlich attackiert werden. Und wir wollen darüber aufklären, wir wollen die Zahlen nennen, wir wollen den Menschen helfen, psychologisch und letztlich verhaltenstherapeutisch, damit man wieder zum anderen Geschlecht mehr Vertrauen entwickelt. Das ist das, worum es letztendlich geht. Und wenn man Gewalt erlebt, muss man sich natürlich Hilfe suchen in seinem sozialen Umfeld. Zum Beispiel kann man auch ins Frauenhaus gehen und andere Hilfe sich suchen. Das ist vollkommen klar. Sucht nach Menschen, die euch helfen können. Das ist in dem Zusammenhang natürlich sehr, sehr wichtig. Also körperliche Gewalt erleben Frauen häufiger als Männer. Anders sieht es aus mit emotionaler Gewalt und finanzieller Gewalt. Da haben es die Männer meines Erachtens schwerer. Emotionale Gewalt wäre zum Beispiel Psychoterror, Zickenterror. Das glaube ich, dass die Männer da häufiger betroffen sind als Frauen im Durchschnitt. Ich kenne da jetzt die Zahlen nicht, aber es ist meine Vermutung. Das heißt, wenn ein Mann und eine Frau sich streiten, passiert es nicht selten, dass der Mann
aus dem Haus oder der Wohnung flüchtet. Die Frau hat somit den Streit verloren. Das ist vollkommen klar, denn, wie man ja eigentlich sagt, der Klügere gibt nach. Das heißt, wenn die Frau quasi den Mann aus dem Haus gejagt hat, dann hat sie den Streit verloren. Dann heißt das, sie kann nicht gut streiten, sie kann nicht gut diskutieren, sie kann nicht gut argumentieren, sondern nur so laut schreien und Aggression schüren, dass der Mann aus dem Haus oder der Wohnung flüchtet. Auch wenn die meisten Frauen das natürlich nicht machen und ganz, ganz lieb sind, das möchte ich auch sagen. Aber wir wissen, wie solche Streitereien oft ablaufen. Sehr, sehr ungerecht, irrational. Das muss man ganz klar sagen. Deshalb meine Botschaft, Frauen und Männer, geht liebevoll miteinander um. Es ist sehr, sehr wichtig. Die meisten Streitereien beruhen sogar auf Missverständnissen, glaube ich, sehr häufig zumindest beruht es auf Missverständnissen. Also kann ich auch einer Frau nur sagen, wenn der Mann was Blödes gemacht hat scheinbar, dann geht zu dem Mann hin und sagt, hier, warum hast du das gemacht, das habe ich jetzt nicht genau verstanden. Und dann kommt oft die Reaktion, oh, sorry, das war gar nicht so gemeint, das hast du nur falsch verstanden. Warum sollte ein Mensch, der dich liebt, respektlos behandeln wollen? Das kommt zwar im Einzelfall vor und man neckt sich auch schon mal und manchmal ist man auch wirklich respektlos oder hat einen schlechten Tag, aber ein Mann, der dich liebt, eine Frau, die dich liebt, wird dich in der Regel nicht respektlos behandeln. Also wenn derjenige was macht und du denkst erst, das ist respektlos, erstmal nicht fragen, nicht streiten. Streitereien macht beide Seiten nur unglücklicher und es ist nicht zielführend. Finanzielle Gewalt ist das andere. Jetzt habe ich ja schon gesagt, Männer sind von finanzieller Gewalt häufiger betroffen als Frauen. Was meine ich damit? Nun, ich rede nicht von der Oberschicht, wo dann wirklich die Männer absolut bonzig und abgehoben sind. Es gibt viel mehr superreiche Männer als superreiche Frauen und die bilden ihre Netzwerke und Stiftungen, um über die Medien die Menschen vor allem zu manipulieren. Jetzt werden manche Leute sagen, ja, aber wenn du jetzt die Durchschnittsfrau und Mann nimmst, die Frau verdient doch weniger als der Mann. Wie kannst du sagen, dass der Mann hier benachteiligt ist finanziell? Das kannst du doch gar nicht sagen. Warum sagst du das? Die Männer verdienen doch viel mehr als die Frau. Nun, die Feministen nennen hier natürlich falsche Zahlen. Das ist für den Faschismus üblich, eine Form von Pseudowissenschaft auch zu betreiben. Das machen Feministen auch sehr gerne. Sie stellen irgendwelche Behauptungen auf. Zum Beispiel behaupten sie, Männer würden 23% mehr verdienen als Frauen. Aber stimmt das auch? Natürlich nicht. Das kann ja überhaupt nicht stimmen. Das ist vollkommen klar. Es handelt sich um eine unseriöse Berechnung. Eine Form quasi fast von Pseudowissenschaft, wenn man das so nennen möchte. Weil es einfach nicht wahr ist. Hier werden Männer und Frauen mit vollkommen unterschiedlichen Voraussetzungen verglichen. Zum Beispiel die Arbeitszeit wird nicht berücksichtigt. Dass Männer etwas mehr Zeit am Arbeitsplatz verbringen als Frauen, wird nicht berücksichtigt. Dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, was ja nicht schlimm ist, aber es wird nicht berücksichtigt. Ja, dass Frauen häufiger nach schlecht bezahlten Berufen greifen, wie soziale Berufe, wird nicht berücksichtigt. Und übrigens muss man dazu sagen, dass Männer im Durchschnitt tatsächlich auch etwas besser um ihr Gehalt verhandeln. Ja, das ist nicht schön für die Frau manchmal, das stimmt, aber die Männer, die gut um ihr Gehalt verhandeln, können ja auch irgendwie nichts dafür. Ja? Also muss man das seriös berechnen. Das heißt, Männer und Frauen, die ähnliche Voraussetzungen mitbringen, wurden verglichen. Das Statistische Bundesamt hat auf dieser Grundlage Männer und Frauen verglichen. Und man kam auf eine Lohndiskriminierung von 2%. 2% verdient der Mann im Durchschnitt mehr als die Frau. Das gilt nicht für jeden Beruf, das ist klar. Das sieht man in dem Beruf, wo jemand arbeitet, häufig der Mann und Frau verdienen gleich viel. Aber Männer im Durchschnitt 2% mehr als Frauen. Das ist natürlich ungerecht, eine Lohndiskriminierung, die auch beseitigt wird. Wenn Männer aber permanent attackiert werden, dann können sie wenig für die Frauen tun. Dann stehen sie ständig unter Beschuss, sind in der Verteidigungshaltung oder greifen dann selbst an. Der Feminismus möchte nicht, dass die Lohndiskriminierung beseitigt wird. Und das ist das Entscheidende. Es geht darum, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Oder haben die feministischen Politiker etwa die Lohndiskriminierung beseitigt? Tun die das? Oder fantasiert Ricarda Lang irgendwelche Theorien von wegen, die Frauen würden angeblich 66% der Arbeit machen? Es ist einfach gelogen. Die Arbeitszahlung von Mann und Frau ist in etwa 50-50 in Deutschland. 50-50. Der Mann verbringt etwas mehr Zeit am Arbeitsplatz, die Frau etwas mehr macht etwas mehr Haushalt und kommt mir jetzt nicht, oh, das sind alte Geschlechterrollen, die unterdrückte Frau. Nein, es ist auch Blödsinn, wenn ein Mann und eine Frau zusammenleben. Der Mann arbeitet 40 Stunden die Woche, die Frau 30 Stunden die Woche. Ja? Und beide leisten Hervorragendes, ja?
Aber wenn der Mann jetzt etwas mehr arbeitet als die Frau, dann entscheidet man sich vielleicht, dass die Frau dafür etwas mehr Haushalt macht. Was ist denn schlimm daran? Lasst die Menschen doch mal in Ruhe, ihr nervigen Feministen. Ihr geht uns so auf die Eier mittlerweile. Meine Güte. Du willst in die 60er Jahre zurück. Nein, ich will nicht in die 60er zurück. Erstmal habe ich keine Zeitmaschine und scheinbar willst du in die 60er zurück, so oft wie du darüber redest. Was ist das für ein Blödsinn? Die Frau hat das Recht zu arbeiten. Punkt. Ist doch wunderbar. Ja? Nur sage ich auch, wenn eine Frau das erste Mal ihr Kind im Arm hat und Mutter wird, ist die Karriere in dem Moment dann manchmal scheißegal. Es ist so. Dann merkt die Frau viel stärker, was Lebensglück eigentlich bedeutet. Nämlich ihr Kind im Arm zu halten, sich um das Kind zu kümmern. Das ist etwas sehr entscheidend. Aber solche Frauen, Hausfrauen und Mütter sind im Feminismus weniger wert. Also wenn der Mann 40 Stunden, die Frau 30 Stunden zum Beispiel jetzt arbeiten würde, nehmen wir mal das Beispiel jetzt wieder, und die Frau macht etwas mehr Haushalt, dann ist es doch gerecht. Das ist so Arbeitsteilung, die ist ungefähr bei 50-50. Meine Güte. Okay, also eine Lohndiskriminierung von 2% gibt es. Also müssen die Frauen und Männer sich verbinden und für soziale Gerechtigkeit kämpfen. Das tut der Feminismus nicht. Er will die Frau nur als Opfer halten, dass sie sich noch kleiner und noch schwächer fühlt oder aggressiv wird. Das ist nicht zielführend und führt zu mehr sozialer Ungerechtigkeit. Der Feminismus macht Frauen arm. Der Feminismus macht Frauen unglücklicher. Pumpt sie voll mit Hass, Ängsten, Paranoia, Aggression etc. Und sie soll ihr Lebensglück in der Arbeit und den Attacken gegen den Mann suchen. Macht das eine Frau glücklich, wenn der Mann noch weniger Rechte hat als die Frau? Der Mann hat weniger Rechte als die Frau in Deutschland. Aber die Frau verliert trotzdem immer mehr ihre Rechte dem System gegenüber. Der sozialen Gerechtigkeit, die es geben sollte, gegenüber. Es wird immer ungerechter, sie wird immer ärmer. Sie hat immer weniger Rechte. Sie hat zwar etwas mehr Rechte als der Mann, aber es schadet ihr, weil wie will der Mann ihr dann helfen? Und das ist das Problem. Und genau das ist gewollt. Dass alte, weiße, reiche Männer unter Zuhilfenahme von toxischer Weiblichkeit Männer und Frauen zerstrittener, ärmer und unglücklicher machen und die Kinder psychologische Schäden entwickeln, dann brauchen sie oft dann Medikamente, dann passiert dieses, dann werden sie ein Stück weit teilweise vielleicht sogar traumatisiert oder zumindest psychologisch geschädigt, entwickeln Bindungsstörungen, dann nehmen sie mehr Drogen, sind leichter kontrollierbarer, dann kommt politische Indoktrination in den Schulen, Mobbing an den Schulen ist auch ein großes Problem und dann das Fernsehen, das für, wie die Eltern sein soll. Darum geht es, dass die Kinder, die Schule und die Eltern mehr dass die Kinder die Schule und den Fernseher mehr als die Eltern betrachten als die eigenen Eltern. Der Staat und das Fernsehen, das sollen die Eltern sein, denen soll man vertrauen und den Familienmitgliedern weniger. Das ist das, worum es geht. Das ist das, worum es geht, worum es auch den Rockefellers geht. Und das muss man begreifen bei den ganzen komischen feministischen Talkshows und so weiter, wo man natürlich vor allem gegen die einheimischen Männer, aber auch gegen Männer mit Migrationshintergrund immer wieder gehetzt hat. Der Feminismus ist eine rassistische Ideologie, immer unterschwellig auch gehetzt gegen Araber und so weiter, immer wieder. Seit Jahrzehnten läuft es ab. Warum? Weil der Feminismus wollte, dass ein neu rechter Feminismus entsteht. Ein rechter Feminismus, wo der Mann mit Migrationshintergrund als Gewalttäter dargestellt wird. 2015, die große Flüchtlingskrise, war für den Feminismus ideal. Weil die weißen Männer, die traurig sind, weil seit Jahrzehnten gegen sie gehetzt wird und die aber trotzdem immer wieder psychologisch manipulativ eingetrichtert bekamen durch unterschwellige Botschaften, die Araber und so, die Türken, die sind böse, das führte dann dazu, dass bei der Flüchtlingskrise viele, gerade einheimische Männer, gesagt haben, wie kann das sein, gegen mich wird seit Jahrzehnten gehetzt, jetzt gibt es Flüchtlinge, die auch Straftaten machen, ja, prozentual gesehen sind die meisten Flüchtlinge zwar friedlich, aber es gab ja auch nicht wenige, die sich daneben benommen haben, und dann haben die weißen Männer gesagt, ja, aber wie kann das jetzt sein und was ist mit denen und so, wird hier die ganze Zeit gehetzt seit wer weiß wie vielen Jahren. Und dann hat die scheinlinke Feministin, vielleicht war es wieder mal psychologische Manipulation, dann hat die scheinlinke Feministin gesagt, auch Deutsche begehen Straftaten. Und dann sind die hellhäutigen Männer, gerade die sogenannten Männerrechtler und die nach rechts gerückt sind, durchgedreht. Und jetzt hat der Feminismus sein tolles Ziel erreicht, nämlich, dass die Männer mit Migrationshintergrund als Gewalttäter dargestellt werden. Es geht darum, Männer zu Gewalttätern zu erklären, um dadurch Gewalt zu schüren, die Gesellschaft kontrollierbarer zu machen. Darum geht es. Ja? Das ist entscheidend und das müssen wir verstehen. Das heißt, wenn man über Migrantengewalt und Flüchtlingsgewalt aufklärt, muss man auch hier sagen,
Die meisten Flüchtlinge, die meisten Migranten sind friedlich, lernt diese Menschen kennen. Es gibt wunderbare und nette Menschen aus Syrien, der Ukraine, ja, es gibt auch Russlanddeutsche, es gibt so viele verschiedene Leute, Iraker, Türken, die so, so nett sind, ja, das sind die allermeisten. Aber es gibt einige Menschen, die sich total daneben benehmen und die gehören abgeschoben. Und da muss man das Innenministerium mit E-Mails überschwemmen, ja, und sagen, sorgt dafür, dass sie abgeschoben werden. Darum geht es. Das müssen wir uns angewöhnen, E-Mails zu schreiben an die zuständigen Ministerien, die Scheiße bauen, dass wir das dann auch deutlich machen als Gesellschaft. Druck machen, damit die Mafia, da, die sich da einbildet, die Bundesregierung zu sein, in Panik gerät. Die Ampelkoalition, die vielleicht schlechteste Regierung seit Bestehen der BRD. Außenpolitischer Krieg, energiepolitisches Desaster, familienpolitischer Irrsinn. Und jetzt will man, glaube ich, noch Kindern auch beibringen, was trans, also ganz kleinen Kindern, 3 Jahre alt, beibringen, was Transsexualität ist, was viel zu früh ist. Darüber kann ein Kind mit 12, 13, 14 Jahren nachdenken, finde ich das gut oder weniger gut. Aber es wird Transfeindlichkeit bei einigen Eltern schüren. Aber die Transen können da im Großteil nichts dafür, sondern es sind die Grünen, die das unbedingt wollen, damit die Kinder früh sexualisiert werden, damit sie frühzeitig, ja, sich mit den ganzen Dingen Heterosexualität, Homosexualität, Transsexualität beschäftigen. Aber mit 3 so ein Blödsinn. Das wird die Kinder verwirren, die sind viel zu jung. Das kommt irgendwann mit 13 Jahren, da fängt das so langsam an. Dann kann man darüber reden. Da muss man überlegen, soll das die Schule machen, die Eltern, oder will man das weniger, möchte man das erst später machen? Darüber sollte man nachdenken. Aber mit 3, 4, 5, 6, 8 Jahren, lass doch mal die Kinder in Ruhe, verrückt geworden oder was? Meine Güte, furchtbar. Wenn das Familienministerium mal was machen könnte, könnte es mal die demografische Krise lösen. Ja? Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Seit über 50 Jahren gibt es eine demografische Krise. Ja? Selbst ich habe jetzt keine Kinder, ich bin nicht Vater, ich bin zwar zweifacher Onkel und ein sehr kinderlieber Mensch, aber selbst ich habe Lösungen für die demografische Krise. Ja? Es fängt schon bei der Botschaft an, dass man auf der Homepage der Startseite des Familienministeriums eine Mutter zeigen sollte mit einem Kind im Arm. Schon die Botschaft ist wichtig. Ja? Positiv promoten, wie schön es ist, Kinder zu haben. Darum geht es. Und dann noch finanziell und staatlich unterstützen, Familien mit Kindern finanziell bevorzugen. Ja, ist wichtig. Ich halte das, das sage ich jetzt als Single. Familien mit Kindern müssen eine bestimmte Form der finanziellen Bevorzugung erhalten. Die Erziehung könnte bei der Rente berücksichtigt werden. Ja, mal was gegen Altersarmut tun. Meine Güte, die Leute sollen am liebsten 40 Jahre in einem Scheißjob arbeiten für wenig Geld und dann mit einer mickrigen Rente dort als alter Mensch zu sitzen und sich dann von irgendwelchen jugendlichen Rotzlöffeln, die sich mit ihrem Arsch auf die Straße kleben, erzählen zu lassen, was für eine schlechte Welt man denen angeblich hinterlassen hätte. So ein Schwachsinn, ja? Die letzte Generation, das ist ein passender Name, wirklich. Das ist wirklich die letzte Generation. Furchtbar. Furchtbar. Finanzielle Benachteiligung von Männern. Das ist jetzt das letzte Thema, weil das Video dauert schon fast eine halbe Stunde. Ihr könnt es gern verbreiten, anderen Menschen zeigen oder aber zumindest den Kanal abonnieren und gern weiterempfehlen. Ich habe noch andere spannende Videos, schaut gern rein, auch Thema Ukraine etc. Eine Sache sei noch gesagt, das ist mir wichtig. Nämlich, 2% Lohndiskriminierung ist natürlich ungerecht für die Frauen und das stimmt auch, aber Geld verdienen und arbeiten. Geld verdienen ist nicht unbedingt so sehr immer das große Privileg, wie man glaubt, weil es ist ja mit viel Arbeit verbunden. Das Geld auszugeben ist eigentlich das große Privileg. Wer gibt das Geld eigentlich aus? Wer gibt den Großteil des Geldes aus, ist entscheidend. Denn der, der das Geld ausgibt, er entscheidet darüber, wie das erwirtschaftete Geld quasi ausgegeben wird. Die Frauen treffen 80% der Kaufentscheidungen, wie das Handelsblatt mal berichtet hat. Das ist eine krasse Männerdiskriminierung. Also muss die Frau natürlich lernen, mehr Rücksicht auf die Kaufentscheidungen des Mannes zu nehmen. Und der Mann muss lernen, mehr Freude an Kaufentscheidungen zu entwickeln. Und nein, es muss nicht genau 50-50 sein. Ja? Dieses 50-50 ist ideologisch. Es soll nur gleichberechtigt, dass man so etwa die gleichen Rechte hat. Darum geht es. Gleichheit ist nicht Gleichberechtigung. Ja? Und wenn eine Feministin sagt, mehr Frauen in Führungspositionen, ey, was für eine frauenverachtende Aussage, lass die Frau das doch selber entscheiden. Und wenn du als Feministin doch in eine Führungsposition willst, dann mach doch mal selber, viel Spaß, ich will's aber sehen. Da merkst du, dass das oft nicht das große Privileg ist. Ja, meine Güte, es ist immer oft ein Knochenjob.
Ja, und damit will ich jetzt nicht die verteidigen in den hohen Positionen, die Narzissten und so sind, die natürlich nicht. Die Frauen und Männer, die narzisstisch sind, das sind böse Menschen. Aber die, die einen guten Job machen, mach die doch nicht schlecht, dann lass sie doch. Das muss nicht 50-50 sein, nur die Frau soll das Recht haben, das zu erreichen. Viele Frauen, die in Führungspositionen sind, sind keine Feministen. Die brauchen keinen Feminismus. Die brauchen sich nicht als Opfer darzustellen. Die fokussieren ihr Ziel und erreichen ihr Ziel. Punkt. Ja? Aber ihr wollt die Frauen klein halten, dass sie sich weniger entfalten kann, weniger Emanzipation genießt. Lasst die Frau doch mal selber entscheiden. Meine Güte, den Feminismus braucht es in der heutigen Zeit schon lange, lange gar nicht mehr. Punkt. Braucht es nicht. Es ist nur um die Frauen immer weiter eine Opfer, weil sie sich immer klein und schwach und emotional schlecht fühlt. Lasst die Frauen in Ruhe. Ich habe wirklich keinen Bock mehr auf diese Frauenverachtung des radikalen Feminismus. Liebe Freunde, das war euer linkskonservativer Antifeminist, der übrigens auch Anhänger der Friedensbewegung ist und gegen das Schuldgeldsystem und gegen die Bargeldabschaffung. Abonnieren nicht vergessen und sucht euch gern ein kürzeres Video von mir raus, zum Beispiel so kann der Krieg in der Ukraine gestoppt werden. Ich habe auch Videos, die nur ein paar Minuten lang sind und teilt es in politischen Telegram-Gruppen, mein Kanal, meine Videos, bitte teilen, andere Menschen zeigen, würde ich mich sehr freuen, weil ich mache das seit fast 10 Jahren und andere Kanäle von mir sind aktuell blockiert, deshalb ist es ein bisschen schwierig, bitte abonnieren. Das war Marc Gardemann, klärt auf über eine faschistische Ideologie, die sich Feminismus nennt.